Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und gerade jetzt, wo mit dem neuen Update man wieder verdammt viele neue Splitter braucht, dachte ich mir einfach, zeige ich euch mal, wie man derzeit das Ganze ein bisschen beschleunigen kann. Und bevor wir an die Sache gehen, zeige ich euch einfach, wozu man die ganzen neuen Splitter braucht. Als erstes natürlich gibt es ja das Halloween-Set, was zusammen ihr aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Teilen zusammensetzt. Also 220 Splitter, die ihr benötigt. Danach benötigt ihr weitere, ich nenne es jetzt mal 100, also sind wir dann schon bei 320. Und wenn ihr den kleinen Kürbis, die Zucchini, besser gesagt, noch haben wollt, braucht ihr hier weitere 100. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 420. Wenn ihr das Ganze hier auch noch beschleunigen wollt, braucht ihr ja weitere. Aber ihr braucht ja auch schon mal für den Raben nochmal 50. Sind wir bei 470. Hätten wir noch das Set hier zusammen, sind wir schon bei 590 Splittern. Also, wir fassen zusammen. Ihr braucht wirklich eine riesige Menge an Splittern dieses Jahr. Und wenn ihr mal diese ganzen Event-Sachen nebenbei macht, also die ganzen Rennen macht, könnt ihr natürlich auch immer euch hier bei diesem coolen Kerl hier für 3 Splitter einmal die Quest holen, die euch dann 5 bringt. Ist natürlich immer so ein bisschen tricky, weil im Worst Case verliert ihr sogar noch Splitter. Weil wenn ihr euch vergesst, euch mal irgendwie daran nicht erinnert, dass ihr die Quest noch offen habt, ja, ist das dann ein bisschen schlecht und dann verliert ihr 3 Splitter. Deswegen unbedingt aufpassen, wenn ihr das macht, wirklich dann im Spiel bleiben. Denn ansonsten zahlt ihr da eher drauf an Splittern. Aber was könnt ihr aktuell machen, um das Ganze weiterhin zu beschleunigen? Ihr habt die Möglichkeit, einmal pro Stunde diesen Wirbelsturm hier zu besuchen. Und das wisst ihr wahrscheinlich ja schon längst alle, dass ihr da einmal pro Stunde suchen könnt. Was ihr vielleicht aber nicht wisst, was ich bei einigen auch schon vorhin im Stream, seit gestern im Stream mitbekommen habe, ist, dass ihr gar nicht wisst, was man mit dem Wirbel noch zusätzlich teilweise machen kann. Der Wirbelsturm, für alle, die es nicht wissen, ist immer in den ersten 20 Minuten einer Stunde verfügbar. Also dann immer von 0 bis 20 nach jeweils. Bei mir ist es jetzt gerade, wenn ich das aufnehme, haben wir es 8 Uhr in der Früh. Und wir machen uns einmal hier auf. Und dann habt ihr natürlich, je nachdem, es leichter oder schwieriger. Hier ist es jetzt gerade eigentlich recht angenehm, auch wenn die Gegend so ein bisschen gewölbt hier ist. Kriegt man recht einfach die ganzen Sachen zusammen. Das wisst ihr, denke ich mal, alle. Was aber viele nicht wussten, was ich im Stream mitbekommen habe, ist, was man nämlich mit dem Wirbelsturm machen kann. Denn wenn ihr alle Sachen eingesammelt habt, ja, haben wir noch 6 Stück, die fehlen. Manchmal übrigens immer so als kleiner Tipp, ein Splitter, warum auch immer, fliegt einem meistens ewig lange hinterher. Deswegen solltet ihr unbedingt mal anhalten, weil immer einer irgendwie sehr langsam ist. So, wir haben das Ganze gemacht. Und soweit so gut, aber wenn man sich jetzt einfach einmal reloggt, und das zeige ich euch jetzt einfach mal, einmal ausloggen. So, wir haben uns wieder eingeloggt und dann seht ihr, auf mysteriöse Weise ist die verlorene Seele wieder da. Und wir können die ganzen Splitter noch einmal sammeln. Geht natürlich immer entsprechend schneller, wenn ihr eine Stelle habt, wo ihr diese Splitter auch leicht sammeln könnt. Hier zum Beispiel geht das wirklich erstaunlicherweise ziemlich schnell. Es gibt Stellen, wie zum Beispiel direkt da vorne beim Nimbus Hochland in der Ecke, wo man teilweise den Berg hoch und runter muss. Und das macht das Ganze ungemein schwer. Hier geht es jetzt gerade ziemlich leicht, wie ihr selber seht. Und man kann die ganzen Teile wirklich sehr, sehr schnell sammeln. Das Ganze kann man so oft wiederholen, bis es eben 20 nach ist. Also wenn man sich da beeilt und so 1 bis 2 Minuten braucht, kann man das Ganze gut und gerne 10 Mal machen. Bekommt dafür jedes Mal 3 von den Seelensplittern und kann dann damit also locker pro Stunde zusätzliche 30 von diesen Splittern holen. Und das macht natürlich einiges aus, wenn man 3 oder eben 30 hat.
Ich hoffe, ich konnte euch mit der ganzen Sache ein bisschen weiterhelfen und mache euch damit das Seelensplittersuchen leichter. Ich finde gerade nämlich besonders, wenn man eben nicht so viel Zeit dann eben hat, ist es recht heftig, wenn man hier so diese 500 und irgendwie mehr Splitter sammeln muss in der gesamten Halloween-Zeit. Von daher hoffe ich, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Verabschiede mich hier und sag danke fürs Zuschauen und einen wunderschönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. If we could see through our